Hallo Hexerfreunde und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 2 auf dem Weg nach Vergen. Dort, wo König Henselt, Detmold und viele andere Ganoven wohl sein müssen. Und wir haben da einen großen Angriff wohl. Auf die Heimat. Wer weiß, was da passieren wird. Und wie wir uns entscheiden. Oh mein Gott, da unten sind ja Soldaten. Alles klar. Ich reiß dir den Kopf ab, mein Freund. Das hast du nicht mehr zu sagen. Jetzt reiß. Oh mein Gott. Oh, die haben sogar Schilde. Oh oh. Billiger, ketwinischer, notgeiler Soldat. Verbrenne und verrecke. Oh mein Gott. Alles wird bewacht natürlich. Oh, da hinten ist ja noch einer. Stirb. Die Burschen wollen es wirklich wissen. Die haben den Weg versperrt. Und das, du dreckiger, asozialer, behinderter, Schwachkopf. Alter, wie die Schirm... Oh. Für den König! Nixer, König Henselt. Hat überhaupt König Henselt von mir erzählt? Alter Falter. Das ist heftig. Versperrt? Shit. Das ist eigentlich der einzige Weg. Mist, das wird miese jetzt. Das wird sehr miese. Ich kenne ehrlich gesagt auch keinen anderen Weg momentan. Eventuell durch die Schlucht. Das kann es nur gewesen sein. Nee, oder? Müssen wir wieder durch die Ruinen? Da waren wir ja schon mal drin, ne? Ihr wisst das ja hoffentlich. Oh, Backe. Geh durch die Waldschluchten nach Vergen. Shit. Schlüssel erforderlich. Ja, das kann ja was werden jetzt. Das kann was werden. Okay. Ab in den Steinbruch. Zu den Skoyatel. Sind hier überhaupt welche? Okay, Venon Rosh kommt auch mit. Ich dachte, der kommt jetzt nicht mit. Schauen wir mal, was hier eigentlich los ist. Sind hier auch Wachen drinne? Wer ist denn da hinten? Offenbar wissen auch Detmolds Leute von dem geheimen Durchgang. Shit. Ein billiger Söldner. Oh mein Gott. Ja, das soll ein Geheimdurchgang sein? Das war ja nicht mal für mich ein Geheimdurchgang, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, schaut euch mal unser Gesicht an. Voll mit Blut. Aber das verschwindet wieder. Oh Gott. Der Hexer Geralt und Vernon Rosh. Was für eine Begegnung. Geh aus dem Weg, Pangrat. Aber, Rosh. Dir muss doch klar sein, dass ich nicht zufällig hier bin. Das bist du nie irgendwo. Tauchst immer da auf, wo man dich am besten bezahlt. Du hast dich kein bisschen verändert, wie ich sehe. Hältst dich für etwas Besseres, weil du einen königlichen Arsch gewischt hast. Wie jämmerlich. Bringt sie um. Aber nicht so schnell. Nicht mit meinem Namen, meine Freunde. Jetzt wird aufgeräumt. Links, rechts haken und du auch gleich. Mein Bester. Verrecke. Billiger Söldner. Und das. Ach du Scheiße. Gott. Seid ihr billig und schlecht. Okay. Wo lang ist er gegangen, unser Freund? Ich glaube hier entlang. Komm schon. Das war der Weg, glaube ich. Und Wächter gibt's ja auch genug. Die kämpfen hier gegen diese Mörderhaut-Viecher. Gegen diese Ungeheuer. Gott. Wie schnell ist er überhaupt abgehauen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aha, der ist zu schnell abgehauen. So, erstmal natürlich hier durch die Tür. Ich hoffe überhaupt, dass wir richtig gehen. Ansonsten tut's mir leid. Ja, was geht denn hier ab, bitte? Okay. Die Söldner und alle drei hier rum. Alle umbringen. Wir sind vergiftet, aber das spielt keine Rolle. Zack. Da hinten sind auch noch welche. Versteckt in der Dunkelheit. Okay, jetzt nichts wie durch. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich kann aber für nichts garantieren, überhaupt nicht.
Ihr wisst ja, dass ich mich schon mal hier verlaufen habe. Und das Verlaufen ist gar nicht mal so einfach, überhaupt den Weg hier rauszufinden. Leider Gottes. Und das Einzige, was wir hier gesehen und gefunden hatten, war ja im Endeffekt eigentlich der Zwerg Sultan Chiwei, unser Freund. Oh, ich höre Stimmen. Oh, hi. Nimm das. Wie viele Söldner rennen hier bitte rum? Und die müssen daran glauben. Oh Gott. Das ist ja krass hier, oder? Volles Massaker, wenn man ehrlich ist. Okay, links, rechts, wo lang gehen wir? Einmal kurz M drücken, um zu sehen, wo wir tatsächlich lang gehen müssen. So, was ist das jetzt für ein Weg? Da ist nochmal, glaube ich, Angriff auf Wergen. Alles klar, ich verstehe. Ich würde sagen, wir gehen links entlang. Das wäre hier. Hier hoch. Und dann nochmal M drücken, um zu sehen, wo lang das jetzt wirklich ist. Und dann wieder links nach oben, wenn es natürlich klappt. Nur im Wenn-Fall. Oh, Backe. Na gut, ich ignoriere die jetzt mal. Ich gehe einfach mal vorbei. Die haben mir ehrlich gesagt nur unsere Zeitverschwendung. Okay, wir sind richtig. Das ist die Halle, wo ich gegen ein Riesenmonster gekämpft habe. Aber was ist da hinten los? Was? Detmold ist da hinten. Du sagtest, du hättest sie beseitigt. Ich hab sie unterschätzt. Du wirst für meine Männer bezahlen, du Hurensohn. Für jeden Einzelnen. Dann wiederhol diesen Fehler nicht. Enttäusch mich nicht nochmal. Oh Gott. Detmold ist auch hier. Schnell, Detmold als erstes im Ring, wenn's geht. Gott, ich kann nicht. Er paralysiert mich nicht. Mich natürlich. Oh Gott. Okay, dann immer langsam. Erstmal die Soldaten besiegen hier von Detmold. Und er ist irgendwie weg, habe ich das dumme Gefühl. Nee, er ist noch da. Stirb. Verrecke. Shit. Er paralysiert mich wieder. Gott. Wir sind stark. Detmold ist stark, um genau zu sein. Der macht viel Damage. Okay, nochmal auf Detmold. Shit. Adam Pangrat, stirb, du dreckiger Nazi. Und du auch. Jetzt kommt Detmold dran, aber wo ist er? Wo ist Detmold? Ist er etwa abgehauen? Hat er sich etwa... Ah nein, der ist da hinten. Einen Moment, transferieren? Nee, brauchen wir nicht, da ist ja nichts Wichtiges. Stirb. Oh Gott, er ist weg. Nein, er ist wieder da. Als Gegner wie geschaffen für euch. Nicht mich solltet ihr jagen, das wäre Unsinn. Mist, er teleportiert sich. Shit. Einfach toll. Ich hatte vergessen, wie Hexer kämpfen können. Und nun? Du hast meine Leute umgebracht. Habe ich nicht. Ich war nicht mal dabei. Henselt hat deine Leute umbringen lassen. Und Detmold hat ihn dazu überredet. Ich werde nicht um Gnade betteln. Es ist ja klar, dass ihr mich töten wollt. Aber falls ihr mich laufen lasst, habt ihr mein Wort, dass ich hier verschwinde und euch nie wieder in die Quere komme. Ich glaube ihm kein Wort, denn... Ihr wisst ja, dass das Volk ein bisschen, sehr, sehr bisschen, oder soll ich sagen, sehr viel, vielseitig ist, kann man sagen. Also, das Volk geht gar nicht, wirklich nicht, Freunde. Und ihr wisst ja, Detmold hat die alle versklavt und diese haben dem einfach nur gefolgt. Und ich will ja gar nicht von dem menschenverachtenden Verhalten hier eigentlich sprechen, das ist noch schlimmer. Und deswegen, ein Wort ist zu wenig, du bist tot. Denn er hätte natürlich auch lügen können. Der wollte uns ja gerade töten, ist doch klar. Nichts da, gar nichts. Tut mir furchtbar leid. Nicht um mit uns. Du hast recht, wir wollen dich töten.
Wir können keine Feinde im Rücken gebrauchen. Ich jammere nicht. Mach Schluss. Nimm das, du dreckiger Nazi. War's das? Ich hoffe. So, da ist noch eine Rune dabei. J bzw. YS Gitrune, okay. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber komm, wir müssen uns beeilen. Ja, die Soldaten, die haben es auch nicht anders verdient, meiner Meinung nach. Nachdem wir gesehen haben, was sie den temerischen Soldaten angetan haben. Den Soldaten von Roche. Und das ist wohl der Weg. Finde Sheila de Tankerville. Oh mein Gott. Das kann was werden. Der Angriff auf Vergen. Was geht denn hier ab, bitte? Komme ich etwa zu spät? Oh oh, mehrere Völker gegeneinander, das kann nicht gut gehen. Oh, Backe. Schnell durch. Oh Gott. Hol dich der! Geralt? Ich dachte schon, es wären Hänsel und seine Brut, die durch den Tunnel gekommen sind. Sie haben es versucht. Am Exer kommt eben keiner vorbei. Schön, dich zu sehen. Wo ist Rittersporn? Unterwegs Richtung Westen, Ochsenfurt. Mit wem hat er sich denn diesmal versaut? Mit Hänsel. Hänsel kriegt auch den Hintern versohlt. Rittersporn hätte ruhig bleiben können. Sollte. Bergen wird fallen. Verschwinde, solange du noch kannst. Das ist nicht Zwergenart, seine Leute im Stich zu lassen. Bleib mir bloß am Leben. Du aber auch, altes Rindvieh. Was machst du eigentlich hier? Na, wir sind Sheila auf der Spur. Was denn sonst? Wir suchen Sheila des Tanker. Wir vermuten, dass sie in Werbung. Ich konnte einen Blick auf ihren noblen Arsch erhaschen. Aber nur kurz. Sie sitzt dauernd in der Hütte dieser anderen Zauberin. Wie heißt sie gleich? Philippa Eilhardt. Exakt. Wer weiß, vielleicht tragen sie es ja miteinander. Wie ich höre, ist Philippa... Wo finde ich sie? Im nördlichsten Haus. Am besten geht ihr über die Hängebrücke. Danke. Ja, das Schlitzohr hat einen Geheimgang bis hinter die Stadtmauer. Danke. Und noch was. Jorvid ist eingekesselt. Kämpft mit einer Handvoll Eichhörnchen im Kastell. Hilf ihm. Das werde ich machen. Ich werde Jorvid helfen. Allerdings müssen wir wissen, wo wir lang gehen müssen. Hier lang, oder? Ach du Scheiße, da geht's hier hinten richtig ab. Lasst euch bloß nicht von mir stören. Sie bringen uns alle um. Oh, Kinder, Frauen. Ach du Scheiße, schnell weiter. Oh, Backe, überall Blut. Da ist die Brücke, komm. Mist! Lebst du noch? Außenrum! Wir sehen uns bei Philippa! Tigrin, hampel nicht! Oh mein Gott, das kann was werden. Außenrum, muss ich etwa noch höher? Ich kenne den Weg nicht, verdammte Hacke. Shit. Okay. Ich glaube, wir müssen hier lang. Nixer, du billiger Soldat! Hinter mir war noch einer. Egal, wir müssen ihn jetzt erstmal ignorieren. Was ist das denn bitte? Ein Troll oder so? Ach du Scheiße. Ein Golem. Oh Gott. Nur noch der hier gefehlt. Wieso greift der Golem uns auch noch an? Ach du Scheiße. Okay, das klappt so nicht. Wir müssen erstmal die Soldaten hier killen, wenn es geht. Die Sterne unnötig. Gott, nein. Ach du Scheiße. Okay, der Golem ist ultra stark. Ich muss es abhauen, ich muss erstmal abhauen. Sonst geht das nicht. Ach du Scheiße. Nächster. Und die haben auch wirklich starke Rüstung an. Die sind sehr widerstandsfähig. Okay. Und jetzt der Golem. Nächster. Stier. Boah. Wie viel Verteidigung hat bitte schön der Golem? Bestimmt eine Art Wachmann. Stier. Okay,
Er ist besiegt. Was ist hier noch? Okay, hier lang kann ich nicht. Ich muss wohl hier oben irgendwie lang. Er hat gesagt, außen herum. Das heißt, es muss der Weg hier sein. Sheila! Nein! Wir sehen uns in Loc Mui. Ihr kommt zu spät, Majestät. Wo sind wir hin? Keine Ahnung. Sag es mir oder du bereust es. Lächerlich. Ihr lasst mich doch ohnehin nicht lebend hier raus. Der Hexer ist jetzt auch Hellseher. Ach du Scheiße. Nixer. Jetzt muss der König dran glauben, dieser behinderte König, der uns verraten hat. Ach du Scheiße. So, das ist euer letztes Wort, das sage ich euch jetzt schon. Nimm das und du auch nochmal. Ach du Scheiße. Okay, komm her, König Henselt. Du fetter Fettsack. Ja, nicht schlecht gekämpft. Endlich ein würdiger Gegner. Du hast die Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Die Stadt ist in meiner Hand. Und ihr in der meinen. Für das Wohl Temeriens macht Vernon Roche vor gar nichts Halt. Wenn es sein muss, wird er zum Mörder und verlangt dies auch von anderen. Bernard Loredo hat nur Hass und Leid über die Welt gebracht. Ich schloss mich Roche und seinen Leuten an. Und wieder musste ich mich entscheiden. Den Kommandanten einer Faktorei zu töten, ist etwas anderes als einen König. Selbst wenn sie beide Mörder und Vergewaltiger sind. Vernon Roche, der temerische Gockel mit den blauen Streifen. Was hast du denn mit mir vor? Das wisst ihr ganz genau. Du tötest mich nicht. Das wagst du nicht. Weil ich der König von Kaedwen bin. Und bald auch der von Oberedir. Der Norden braucht mich. Ich habe gesiegt. Wisst ihr, weshalb ich es so eilig hatte mit der Schlacht? Na? Ich musste es vor Loc Mui'n schaffen. Er will nur Zeit schinden. Machen wir ihn den gar aus. Warte. Raus mit der Sprache, König. Was passiert in Loc Mui'n? Eine neue Weltordnung wird errichtet. Neue Grenzen. Es ändert sich alles. Sämtliche Herrscher des Nordens werden zugegen sein. Alle Könige und Fürsten. Kennt ihr die alte Redensart? Wer das Ponta-Tal kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Norden. Sind auch Zauberer geladen? Deren Idee war das Ganze doch. Sie wollen die Bruderschaft und die Loge neu beleben. Sie wollen ihre alten Rechte und Privilegien zurück. Einen Platz in der Gesellschaft. Was für ein Quatsch. Ich habe sie alle überlistet. Ich werde derjenige sein, der hier die Verträge diktiert. Ich werde ihnen zeigen, wo ihr Platz ist. Ihr habt meine Leute töten lassen. Natürlich habe ich sie töten lassen. Was macht ihr denn in Temerien mit Spionen? Zeichnet ihr sie aus? Keiner der Gehängten hatte etwas mit dem Komplott zu tun. Nur ich. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Eure Niedertracht ist nicht zu überbieten. Was meinst du damit? Dass Kaedwen dank mir größer ist als je zuvor? Du Trottel! Ich bin der letzte Herrscher des Nordens, den Nilfgaard noch respektieren muss. Und auch wird. Hexer, bring ihn zur Vernunft. Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Hast du sie noch alle? Ich könnte ihm natürlich noch vorwerfen, dass er Wes vergewaltigt hat. Und das glaube ich sogar, dass das wahr ist. Aber komm, wir fragen nochmal. Mord und Vergewaltigung gehören also zu den Königstugenden der neuen Ordnung? Jedes Weibsbild träumt davon, dass es mal von einem König bestiegen wird. Und Wes?
Hat sie sich beschwert? Ich dachte, es hätte ihr gefallen. Jedenfalls hat sie gequietscht wie ein ungeöltes Scharnier. Boah, Alter, der hat Nerven. Dieser dreckige, machthungrige, geizige, der sich nach einem Räuber gleicht. Nee, sorry. Der wird definitiv sterben. Er gehört dir. Direkt umbringen. Ich lasse euch allein. Ungeöltes Scharnier. Wie witzig. Das wagt ihr nicht. Genug von dem Geschwätz. Es ist Zeit, jemanden zu töten. Bitte tu es, bitte. Ich bin Henselt von Ardkarre, letzter vom Stamm des Einhorns. Ich bettle nicht um Gnade. Sieh mir in die Augen. Na los! Räch dich schon! Die Maus beißt den Löwen. Was für ein dreckiger Spruch von so einem Spasti, ich glaub's wohl nicht. Was für ein Arschloch. Das hat der verdient. Henselt? Nur wir wissen, was passiert ist. Naja, und Henselt. Wir sollten es schnell vergessen. Ich streiche es aus meinem Gedächtnis. Sheela hat sich nach Loch Muin teleportiert. Wo Sheela, da auch Leto. Die Mörder verhandeln über den Frieden. Wir müssen dorthin.